Karl Martin Plexi Ranger ist da. Hat mich erreicht für einen Test auf amazona.de und es kommt immer wieder mal vor, dass man Geräte geschickt bekommt, die man echt selber so heiß findet, dass man sie einfach dann doch behalten möchte. Und so war es bei diesem Teil auch und dieses Gerät wird tatsächlich den Besitzer wechseln. Und weil ich so überzeugt bin von dem Teil, werde ich euch ein bisschen was drüber erzählen jetzt, auch außerhalb von amazona.de. Der Plexi Ranger von Karl Martin. Karl Martin kennt man, ist die Effektschmiede aus Dänemark. Die bauen großartige Geräte und der Plexi Tone zum Beispiel ist ein Zerrpedal, das schon echt ein bisschen Furore gemacht hat. Und man versucht jetzt mit diesem Plexi Ranger noch die Vorzüge eines Treble Boosters mit einzubauen. Also 2-in-1 quasi, ja. Plexi auf der einen Seite und davor ein Treble Booster. Das Ganze quasi in der Mitte geteilt. Ja, man sieht also hier auf der Seite ist die Boost-Sektion. Dazu gehören die drei Regler auf der Seite plus der Low-Cut-Schalter. Und auf der anderen Seite ist der Plexi-Bereich mit einem Ton, einem Gain-Regler und dem Level. So, das Ganze schaltbar über zwei Fußschalter, die sehr, einen sehr angenehmen Schaltwiderstand mir entgegensetzen. Das ist auf dem Pedalboard nicht zu verachten. Ja, man hat also wirklich das Gefühl, man schaltet. Und die Dinger sind mit dem Gehäuse verschraubt, zwar direkt auf die Platinen gelötet, ich habe reingeguckt, aber das Ding ist erdbebensicher. Ja, da verbiegt sich nichts. Also da würde ich jetzt tatsächlich auch meine Hand für ins Feuer legen. Frontseitig drei Anschlüsse, wozu drei? Wir haben natürlich den Klassiker, Input und Output brauchen wir, ja. Und eine Remote-Buchse, was kann die? Damit kann ich den Schalter des Treble Boosts fernsteuern. So, und dann fragt man sich, wozu? Ich habe doch einen Schalter hier drauf, ist doch völliger Blödsinn. Nein, ist es nicht. Wenn ich das Teil in einem komplexeren Pedalboard einsetze, in einem Verbund und das zum Beispiel koppel mit einem Octa-Switch, auch von Karl Martin, oder ich benutze zum Beispiel ein Boss GT1000 oder ein TCG System oder sowas. Diese Geräte, die selbst wieder Loops haben, auch für Distortion-Pedale, dann kann ich mit der Remote-Funktion, die haben ja auch Schaltausgänge, diese Geräte, mit der Remote-Funktion quasi den Treble Boost in die Programmierung des Sounds mit aufnehmen. Und wenn ich ihn im Loop habe, kann ich ihn ja komplett aus dem Signalweg rausnehmen. Das heißt, ich brauche nur einen Fußschalter als Remote. Der Plexi kann ja quasi ständig anbleiben, wenn man das so möchte. Ja, das wäre zum Beispiel eine denkbare Funktion für das Gerät. So. Das ganze Ding wiegt so 420 Gramm, glaube ich, oder was. Die Moosgummimatte hier liegt dabei zum Drankleben. Habe ich jetzt gebraucht für den Test, weil es sonst ein bisschen zu sehr rutscht. Ansonsten keine Füße, kein Schnickschnack, keine Batterie, was ich persönlich geil finde, weil Batterien doof sind. Und die Netzteile haben wir sowieso alle zentral auf dem Board. Ja? Also wozu also Ressourcen verschwenden, finde ich eine ziemlich großartige Geschichte. Und ja, so viel zum Gerät. Zur Theorie, zur Praxis kommen wir jetzt und go! So, und dann gehe ich mit euch mal durch die Sounds des Plexi Rangers. Ihr hört jetzt als allererstes kurz mein cleanes Setup, ja? Also mein Setup hier, Gitarre, Pedal und Amp. Mein Bogner Alchemist im Clean Kanal. Mit einem kleinen bisschen Hall. Ja, na, schon ziemlich viel, aber das ist für mich so ein Wohlfühl-Raum-Sound. Hals-Single. Dann die beiden vorne in Serie geschaltet. Ein bisschen dicker, ja. Fast schon ein bisschen wie ein Humbucker vorne. Und der Humbucker hinten natürlich. Die
dieser typische komprimierte Humbucker-Sound hinten. Wenn ich den Karl Martin Booster, ich beginne jetzt erstmal mit dem Treble Booster rechts, Treble Booster, wenn ich den der Theorie zufolge alle Regler auf 0 drehe und einschalte, dürfte eigentlich kein Unterschied hörbar sein. Richtig, damit haben wir schon mal alles richtig gemacht. Und jetzt drehe ich langsam den Boost-Regler zu. Ja. So, erstmal bis zur Hälfte. Und man hört da schon ganz deutlich diese crispen, klaren Höhen, die jetzt diesen Treble Booster Sound ausmachen. Die kommen jetzt langsam nach vorne. Ja, das ist. Tatsächlich, der Sound fängt an zu leben schon, ja? So, hinten Humbucker. Da machen sich so allererste kleine Zerrungen bemerkbar. Ja. Sehr harmonisch. Fängt auch die Gitarre an, sich ein bisschen besser durchzusetzen. Der Sound wird prägnanter im Bandkontext, ganz, ganz großartig. So, mal Boost-Regler ganz nach rechts. Da setzt sich das fort, was wir eben schon hatten, ja, die Zunahme dieser crispen Höhen. Das ist schön, ne? So, jetzt kommt der Frequenzregler ins Spiel, da kann ich jetzt, im Moment ist es ein reiner Treble Boost, der so ein bisschen das obere Frequenzspektrum anbläst. So, jetzt kann ich aber hier die Frequenz noch zusätzlich regeln und die Range, also die Stärke des Frequenzboosts quasi noch bestimmen. Ja. Den drehe ich jetzt mal ein bisschen zu. Ihr hört, das wird der Sound wesentlich bassiger. Also ein echtes Brett, was da rauskommt tatsächlich. Ich bin immer noch auf dem Single-Coil gerade. Ist für mich schon ein bisschen viel des Guten. Und die Frequenz kann ich jetzt aber noch durchstimmen. Ich kann also auch im oberen Frequenzbereich dann noch ein bisschen mehr dazugeben. Ja? Ein wundervoller Sound, der so ein bisschen Knopfler schon, ja. Das ist schon echt großartig. Die Gitarre bleibt im Charakter total erhalten, ja. Für mich schon das Geld wert, tatsächlich. Ja? Also alleine dieser Treble Booster ist schon eine Granate. So, jetzt nehme ich noch den, zeige ich euch den Plexi, der Low Cut hier oben, der auf den Treble Booster wirkt, da kommen wir später zu. Der wird nämlich dann interessant, wenn wir die beiden kombinieren. Jetzt gehe ich kurz durch den Plexi-Teil, also den linken Teil des Pedals. Grundsound kurz wieder. Ja. So. Und Regler erstmal in Mittelstellung. Volumenregler musste ich ein bisschen runternehmen, damit mir hier die Nachbarn nicht aufs Dach steigen. So. Da hört man schon, das ist der Marshall kurz vorm Kotzen. Ja. Thank you.
man merkt, also hier, der versteckt nichts, ja. Wenn man sich verhaspelt hinten, dann klingt es schon echt gruselig, aber das liegt an mir, nicht am Gerät. Ein schöner, satter Röhrensound, der jetzt ein bisschen Nebengeräusch natürlich entwickelt. Ich bin aber im Single-Coil-Modus und hier werkeln echt einige Lampen und Kameras. Ohne ist Ruhe, ja? Humbucker, das ist fett, was hier kommt. Und da kann ich jetzt natürlich dann noch den Ton ein bisschen verschärfen, ja? Mir ist er jetzt im Moment ein bisschen zu dumpf noch. Aber da bin ich jetzt bei meinem persönlichen Wohlfühlsound. Das ist tatsächlich, der ist noch wunderbar dynamisch spielbar, auch mit dem Volumenregler. Ja? Oder mit der Spieldynamik. Und das ist für mich das, was einen guten Booster oder ein gutes Distortion-Pedal ausmacht. Es ist vom Charakter her eher so die Overdrive-Richtung. Ja? Also da geht natürlich noch mehr an Gain. Ich drehe den einfach jetzt noch ein bisschen hoch. Aber wir haben nie so dieses Monster-High-Gain, was einem die Gitarre platt macht, wo ich spielen kann, was ich will, was immer gut klingt. Ja? Das habe ich hier tatsächlich nicht. Großartig für Akkorde. Die sind immer voll da, ja. Alle Töne, auch komplexere Akkorde. Und man hört immer den Charakter der Gitarre durch. Zwischenstellung noch mal ein bisschen. So, und nicht auszudenken, was passiert, wenn ich jetzt den Travel Booster noch davor schalte. Freunde, dit wird geil. So, ich gehe ein bisschen zurück mit dem Gain des Plexi Drives und schalte den Travel Booster dazu. Und das ist jetzt das, was diesen Charakter ausmacht, aus dieser Mischung aus Treble Booster und dieser Plexi-Verzerrung, diesem Marshall kurz vorm Erbrechen. Und das bei absolut angenehmer Zimmerlautstärke. Ja? Ich könnte mich jetzt hier mit euch noch unterhalten, tue ich ja auch. Ja? Wenn ich jetzt noch ein Delay dazu schalte, Delay aus dem Bogner. Königsklasse der Zerrpedale und da kann ich auch direkt sagen, ohne jetzt mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das Gerät bleibt bei mir, den werde ich nicht wieder hergeben. Ich werde dafür übrigens nicht bezahlt, das ist mal wichtig zu sagen. Ich habe dieses Gerät aus Überzeugung hier, ich habe es, war Zufall, für Amazon zum Test bekommen und hat mich jetzt tatsächlich so beeindruckt, das Pedalchen, dass das wohl bei mir bleiben wird. Ja? Und deswegen will ich es euch nicht vorenthalten.
Jetzt kommen wir noch zu dem Low Cut. Der kommt nämlich jetzt noch ins Spiel. Wenn ich hier so ein bisschen im High Gain Bereich unterwegs bin, Booster dazugeschaltet habe und im Frequenzbereich weiter unten wildere, ja, dann komme ich gerne mal mit dem Bassisten in Konflikt. Es ist die Frage, ob man das über das Mikrofon überhaupt so wahrnimmt, aber hier im Raum bin ich schon im Bass viel, viel zu weit drüber. Ich habe jetzt schon Stress mit den Nachbarn von unten, denke ich. Ich weiß es nur noch nicht. Und da kommt jetzt dieser zweistufige Low-Cut ins Spiel, den ich einmal nach oben schalte, um kurz zu zeigen, was er macht. Schon deutlich aufgeräumter im Bass, ja. Und nochmal ganz nach unten. Für mich, wie gesagt, Königsdisziplin der Booster. Ich kann es nicht anders sagen. Der Kasten kostet um die 160 Euro, glaube ich. 159 Euro. Und die bin ich sehr, sehr gern bereit zu bezahlen für zwei Pedale, die sich wunderbar ergänzen, die genau das machen, was ich von einem Zerrpedal erwarte. Und der kommt mir aufs Board. Ja, das ist eine gesetzte Geschichte. Ich kann euch nur empfehlen, hört ihn euch an und lasst mir gerne Kommentare hier, wenn er euch tatsächlich genauso gut gefällt, weil das wirklich, ich bin immer ein bisschen froh, wenn ihr euch rückmeldet bei mir und ein bisschen Meldung gibt. Ich habe jetzt gerade ein paar nette, wirklich nette Kommentare auf meine Gitarrentests bekommen und bin da auch immer bereit, noch Fragen zu beantworten, falls jemand noch welche hat. Da ging es also auch zum Beispiel um den Vergleich von Ibanez und Schecter und Fender und da kann ich dann doch auch euch echt noch helfen, wenn ihr Fragen habt. Ja? Soweit. Der Plexi Ranger Karl Martin, checkt ihn es.